Ist einfach wertvoll. Genau. Und Warum haben Messer? Da ist die Pflanze. Mal kurz sauber. Wir brauchen noch die hier. Staubsauger. Ja, habe ich auch. Aber der geht. Ich habe noch nicht benutzt, ich habe mir erst seit 2, 3 Wochen. Ich habe einen Staubsauger, wie wird es da sein? Besen. Habe ich alles da. Das mache ich dann danach. Ich finde es ja relativ sauber hier mittlerweile. Genau, du machst es mit Drücken, ne? Hat er da wohl auch gesagt, ne? Wo haben wir es so? Wen sollen wir nehmen? Kohlrabi? Oder was hast du gemeint? Du wolltest Kohlrabi und die rote. Radieschen oder rote Rübe? Rote Rübe? Rübe. Ja. Ja, genau, dafür machen wir es den großen. Ne? Leg ich die du musst halt das neu fassen, ja, und das dann ein bisschen brechen, wenn es da drin, so drin, ja. Und dann drückst du zusammen, wie Brot halt eigentlich. Und machen wir uns bis oben hin, ja? Ja, es ist wohl besser, weil wir ja, haben ja, dann, klar. Machen wir so. Dann holt die Pflanze mehr Erde nach oben. Ja, macht Sinn. Komm, das machen wir. Das ist schon mal ein geiles Ding. Immer so. Dann hast du eine kleine Aschebecher, wo eine Habe ich. Mein Vater geschenkt bekommen. Jetzt kommt er auch mal zum Einsatz endlich. Sauber. Relativ sauber auch für Collier-Verhältnisse. Sind es alle, ja? Ja, alle. Du meinst, es ist zu viel, oder was? Ja, es sind mehr wahrscheinlich, weil immer Pflanze kommen. So, jetzt brauche ich einen Lötelöffel. Groß, klein? Große, ja. Große. Kohlrabi. So, und ich schreibe jetzt mal ganz brav. Ich nehme erstmal auf, wie du da füllst. Das ist ja. Der wohnt jetzt da. Ich schreibe Kohlrabi. Das macht man wieder zurück oder ins nächste schon. Was? Die Erde, wo man jetzt raus macht. Ja, okay, okay Mann. Ich schreibe mal Kohlrabi. So. So. Ich werde immer etwa bis zur Mitte tief reingehen.
Zeig mal den Finger für die Tür. Ja, bis zur Mitte. So. Alles klar. Das war schon Ewigkeit nicht gemacht. Ah ja. Das ist lang. Unglaublich. Das ist mehr als genug normal. Das waren fast 20 Stück, oder? So 10 Stück? Das waren so 10 Stück. Aha. Ah ja. Jetzt macht man das dann wieder drauf. Ah ja, genau. Ja, aber erst will man das los, ja. Andere noch gemacht. Es muss kalt sein, ja. Das nächste. Rote Rüben heißt das, gell? Ja, stimmt, wir könnten echt drüben auch das ähnlich füllen. Ne? Ja. Foto? Also beim Gießen muss man gucken, dass es nicht unten rausläuft. Ja. Lieber ein bisschen weniger angießen, viel zu viel. Okay. Die haben wir da weg. Super. Und so. In der Naturregen zu angehen. Da. Du platzierst, wenn du willst, ja? Sonst beides beschriftet. Also so ein Abschlussbild mit dem hier. Geil, sieht schon cool aus. Jawohl. Ja. Top. Ich mach's mal zum Spaß. Weil das kann ich alles als Foto speichern, weißt du? Und dokumentieren. So. Very good. Ich sammle die erstmal hier. Die haben wir schon gemacht, okay. Neue Aufnahme? Ja, ja klar. Gerade wie gesagt, das ist die Studie hier genau hin tun. Ja, also das haben wir jetzt nur so festgemacht. Okay, cool. Also, wir können auch gerade so gerne rauchen, mal zwischenrauchen. Ja. So, die Aufnahme ganz brav. Das macht auch dein Gefühl, ja. Die benutzt du jetzt alle dahin. Das ist Blumenkohl. Das hast du meinst als Radieschen. Ja. Dann setze ich einfach. Zwiebeln. Ich zähle wohl 1, 2, 3, 4, 5, ja, 30 Stück oder was, ne?
Die hast du einmal auch schon? Mach den, ich komme jetzt mal wieder. Also so viel, ja. Okay. Haben wir jetzt auch platziert. Tomaten, Hellfruchttomaten, okay. Sehen so aus, ne? Ich werde nachher mal ein bisschen zaubern. So. Wen nehmen wir? Weißkohl? Das ist ohne Bohnen, oder? Ja. Ist ja viel schwerer. Ja. Ne, ist relativ gleich groß, gell? Ja. Okay, cool. Geil, Alter. Komm, da haben wir heute echt schon mal einiges gesetzt. 1, 2, 3, 4, 5. Ey, komm, lass uns dabei erstmal, oder? Wenn du noch Bock hast, klar, können wir noch ein paar füllen, aber ich finde das schon mal saugeil. 7 Stück, Alter. Lange gelaufen.